Ja, Digga, keine Chance. Also sehe ich hier nicht. Es ist so krank. Junge! Ach du Wichsfick. Ey, so eine Stellen, ich hasse, sie sind so kalt, ne? So eine Stellen sind einfach so kalt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator. Und wir befinden uns in der vierten Phase, in der frisch erschienenen vierten Phase von SnowRunner. Wir sind auf der ersten Map, nämlich die Urska, der Urska-Fluss in Amur, die neue Region. Und wir sind gerade dabei, die erste Map ein bisschen aufzuklären. Wenn wir auf die globale Karte gucken, müssten wir sogar hier, genau, wir können hier in zwei Maps reisen von hier aus. Und erst über Kosmodrom kommen wir nach Tschernokamensk. Was wir jetzt allerdings probieren, ist diesen Turm zu erreichen. Die Brücke spielt an dieser Stelle da leider nicht mit. Deswegen müssen wir das Ganze mal wieder SnowRunner-typisch alleine lösen. Und dann würde ich mal sagen, probieren wir unser Glück. Wird natürlich wieder ein Spaß, weil wir müssen wieder hier durch diesen Schnee durch. Durch diese Schneescheiße und die, ja. Ich sag mal, es fährt sich nicht so allzu geil auf diesem Terrain. Wir probieren es aber direkt und ja, man sieht, ja, das. Aber da kommt man da hoch, das sieht alles nicht so gut aus. Da rechts sieht es einigermaßen okay aus. Einfach wird es nicht, aber ich denke mal, also darüber kommen wir auf jeden Fall. Der Baum lässt uns nicht vorbei. Oder wir stecken schlichtweg fest. So, jetzt schafft das. So. Mehr Power. Nicht ganz so viel mehr Power, vielleicht. Hängt der immer noch an dem Baum hier? Ja. Ja, wobei er hier im Schnee schlichtweg auch einfach sturerweise nicht weiter schneller fahren möchte. Wir haben aber noch genug Tank. Und hier weiter in die Richtung gibt es keine Türme, das heißt, da müssen wir uns eh wieder zurücksetzen. Langsam wird es dunkel, die Scheinwerfer sind sehr hell. Das ist auch gut. Na komm, gib doch wenigstens mal ein bisschen Mühe hier. Das ist ja hier wieder unfassbar, dass wir hier mit 2 km/h runter, den Berg runter schleichen. Das ist nämlich den Speed, den ich ja erwarte. So. Guck mal, Wasser gar kein Ding. Okay. Jetzt wird's wieder toll. Er muss eigentlich nur hier hoch. Dann. Da ist frei, also. Ja, mit der Winde. Und schon klappt's. Nice, gut, klappt auch so. Mit dem Truck würde ich hier nicht fahren, aber mit dem Truck bringen wir dann auch die Brücken alle in Ordnung, damit wir hier auch vernünftig arbeiten können. Ich hatte es auch schon letzte Folge erwähnt, wir haben wirklich knapp 100 Folgen in der dritten Phase verbracht und ja, das wird hier erstmal deutlich mehr werden. Stellt euch schon mal ein, dass wir hier sehr, sehr lange bleiben, denn wenn es keine weiteren Updates mehr gibt, dann ist das jetzt erstmal der Stand der Dinge. Ich gehe von aus, dass sie noch einen Jahrespass machen werden. Das heißt, Road to 1000 Folgen bleibt realistisch, Freunde. Das bleibt realistisch. Ich meine, guck mal, selbst so bleibt es realistisch, weil wir haben ja jetzt gesamt 40%. Wir sind bei fast 400 Folgen. Dementsprechend macht es sogar Sinn, dass wir da auch ohne zweiten Jahrespass schon rankommen, ja. So.
Und ein weiterer Teil der Map ist offen. Hier ist dann... Das hier sieht nicht überquer. Doch, hier kann man es überqueren. Mit einem Umweg. Das ist auch nicht schlecht. Hier ist sogar eine kleine Stadt. Und hier oben sieht es nach etwas Großem aus. Ich denke mal, das wird später wichtig. Wir können aber kurz mal einen Blick werfen auf die Aufträge. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Dann haben wir... Oh, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordentliche Palette an Aufträgen, würde ich sagen. Das ist echt Wahnsinn. Freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Kann man noch okay? So, genau. Also, der nächste Turm ist... Ja, es wird sich theoretisch sogar lohnen, zurückzufahren. Ja, es wird sich theoretisch lohnen, zurückzufahren. Wobei man hier auch nicht weiterkommt. Ja, man kommt hier auch nicht weiter. Nee, keine Chance. Nee, dann sieht es ja nicht gut aus erstmal. Hier ist auch irgendwas Großes. Müssen wir jetzt halt überlegen. Wir könnten halt probieren, hier lang zu... Ja, ich glaube sogar hier, ne? Ja, probieren wir es einfach mal. Wir fahren hier runter. Und dann probieren wir es mal. Was ist denn hier? Pritschenaufflieger. Ah, oh, ist ja interessant. So. Probieren wir es doch mal. Probieren wir es mal. Habe ich Bock drauf. Wir nehmen uns hier auch sehr viel Zeit. Und verhindern bitte, dass wir umfallen. Der ist auch nicht gerade stabil. Ich wollte es jetzt aber auch mit dem machen. Ich habe keine Ahnung, wie der kann. Zum Beispiel sich hier... verhalten hätte, also dementsprechend. Hoppala, haben wir ein paar kleine Rucklerchen am Start. Naja, ist noch nicht so ganz optimiert hier und so. Die Maps sind ja auch relativ groß. 4 Quadratkilometer, glaube ich, pro Map ungefähr. Na, gucken wir mal, wie das auf Dauer läuft. Tank müssen wir achten. Wir haben vielleicht Glück und finden eine Tankstelle. Das wäre natürlich nochmal besser. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. So, runter geht hier ohne Probleme. Das ist natürlich schon sehr vorteilhaft. Brauchen immer noch kein Licht. Kann man hier fahren? Ah, was glaubt da? Keine Chance, ne? Nee, da oben ist ja auch so eine Eisdecke. Nope, wir müssen leider Gottes wieder uns hier hochquälen. Das dauert dementsprechend natürlich jetzt wieder eine Weile. Eine ganze Weile. Eine ganze Weile. Es ist mal so nah, weißt du, in solchen Momenten wünschst du dir halt einfach, auszusteigen und den Rest zu Fuß zu gehen, weil du einfach schneller drauf bist. Wir nehmen mal die Winde so ein bisschen. Danke dir auf jeden Fall, dass ich ganz nach rechts gucken muss, um da... Ideal. So, jetzt machen wir mal Licht an. Jetzt haben wir Nacht. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen mal... Nacht, um es ein paar Mal gesehen zu haben und dann später spulen wir dann wieder vor, aber jetzt will ich das erstmal alles erleben. So, da unten kann man fahren. Das sieht auch gut aus alles. Jetzt wird es schnell sehr viel dunkler. Da sind wir im Scheinwerferlicht auf jeden Fall ganz gut. Da sind wir ganz gut bedient. Ich hoffe, die Ruckler sind nicht zu häufig. In der dritten Phase gab es ja, auch in der zweiten, das sind diese typischen Snowrunner-Ruckler. Ich weiß nicht, was genau das soll. Ich hatte mir gewünscht, dass es in der vierten Phase verschwindet. Gut, das sind jetzt andere Ruckler gewesen. Die sind nicht so lang. Oh.
Ja, so ein Mist. Hier sind überall Steinchen. Und hier sieht es nicht so gut aus zum Fahren, ne? Ja, fahren wir einfach mal trotzdem, ne? Ja, hier kann man durch. Dann haben wir das auch hingekriegt. Jetzt muss man hier nur noch fahren können, dann wäre es super. Ja, sieht sehr gut aus. Ja, wunderbar, wunderbar. Das ist super. Jetzt können wir, denke ich, ein bisschen fahren. Ah ja, das ist natürlich immer noch eine Schwachstelle. Zu schnell werden darf man natürlich nicht bei unwegsamem Gelände. Okay, hier kommen wir aber gut vorwärts. Und es wird stockdunkel. Yep. Ah ja. Im Moment habe ich... Ach, cool. Ach, ich habe den Punkt im Wasser gesetzt. Der ist natürlich schlau. Achso, nee, habe ich nicht. Kommt man hier hoch noch? Da kommt man offenbar nicht. Da hätte ich... Fahren wir lieber links hoch. Ist sicherer, denke ich mal. Deine Nerven, by the way, immer noch genauso wie vorher. Aber ist ja egal. Spielt ja keine Rolle. Auf uns hört ja keiner. Spaß. So. Hallo? Hier ist doch auch mal so eine kleine Siedlung. Ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht schlecht. So, komm. Bisschen Willenskraft hier. An den Tag legen. Ah, ist schon wieder der schlimmste, der schlimmen Schnees hier, ey, wirklich. Ja, stark, finde ich cool von dir. Ah, jetzt tu nicht so, dass du hier nicht rauskommst. Los. Ja, so gehe ich in die Scheiße. Na ja, dann ziehen wir jetzt halt durch rüber hier. Oh, wir müssen nach rechts. Es bringt ja nichts. Ein Meter nach dem anderen. Komm, 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 komm. Ach, verdammt. Ja, guck mal, wie tief das ist. Du kannst dich hier gar nicht bewegen ohne... Also wenn diese Bäume hier nachgeben bei so einem Windsding hier, also wirklich. Das übertreibt doch mal auch nicht.
So, sieht's jetzt mal was aus hier nach was? Jetzt kämpfe ich da hoch. Der Winde macht ja hier alles, ne? Das stört. Soll es auch ohne machen? Ja, fälligst. Spaß. Ich fahre mal da rein in der Hoffnung, da kann man auch fahren und da sieht es nicht so schlimm aus wie hier. Aber die Map ist in dieser Hinsicht schon sehr, sehr hart. Na gut, mit Trucks fahren wir hier natürlich jetzt auch nicht, aber... gehört ja trotzdem dazu. Ja, ja. Ah, perfekt. So, komm. Ja. Hey, Junge, als ob es hier auch so schlimm ist. Jetzt fahr, du Wichser. Los. Komm ich da oben raus? Ja, los, komm jetzt. Ah. Was hätte ich tun sollen? Ich war gerade dabei, einiges auszuliefern, da rutschte der Anhänger in eine Schlucht, weil alles mit Eis bedeckt ist. Was soll ich jetzt machen? Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Hm. Gut. Okay, hier ist eine Straße. Sieht vielversprechend aus. Folgen wir mal der Straße, auf der man ja ein bisschen fahren kann. Hier ist auch ein Wettkampf. Okay. Oh, man kann wieder fahren. Es fühlt sich einfach gut an, ne? Die Straße führt auch genau dahin, wo wir hinwollen. Kraftstoff ist noch ein bisschen da, also da. Ah, jetzt wird es wieder schlimm, oder? Ne? Oh, 8 Liter, das ist jetzt, nicht gut. Ja, das sind immer noch 180 Meter. Da kann noch sehr viel kommen. Wissen wir ja. An SnowRunner ist das alles sehr viel. Ah, nee, hier kann ich noch nicht. Da muss ich... So. Hm. Ja, gut, belastend. Probieren wir es hier. Ja, da oben ist der Turm irgendwo. Was ist das da schon wieder? Das ist wieder kein Weg hier. Das ist schon wieder so ein Steinding, wo man stecken bleibt. Und ich mach's auch noch. Mal nachtanken. Ah, nee. Warum ist hier schon wieder sowas? Ja, da geht's hoch. Ja, super. Okay, cool. Also entweder wir machen das so oder wir kommen da nicht hin. Okay. Also von der anderen Seite, aber da... Nein. Ja, wir haben letzten Endes jetzt nicht so unbedingt die Wahl. Ah, kippt er jetzt schon weg. Wir sind ja nicht mal irgendwelche Windenpunkte. Es ist so dämlich. Das Ding ist, wenn ich hier ganz oben direkt fahre, dann rutsche ich da auch rein. Ja, Digga, keine Chance. Also sehe ich hier nicht. Das ist so krank. Junge! Ach du Wichsfick.
Ey, so eine Stellen, ich sie sind so kalt, ne? So eine Stellen sind einfach so kalt. Naja. Wir hätten ja hier nichts anderes machen können. Es gibt ja hier keinen anderen Weg. So ist ja nicht. Du kannst ja so hier sowieso nicht. Ist die Map auch zu Ende. Also dementsprechend. War abzusehen. Natürlich bitter, so kurz davor. Aber letzten Endes sind wir da machtlos gegen. Und die Map zeigt mal wieder, wie hart und erbarmenlos sie ist. Gutes Stichwort an dieser Stelle. War es das für die Folge? In der nächsten Folge geht es an dieser Stelle weiter und dann probieren wir erstmal einen anderen Turm, um dann vielleicht irgendwie von der anderen Seite zu kommen oder so. Das ist jetzt erstmal der Plan. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.